Hallo und herzlich willkommen bei TV Mürz. Wir haben heute eine Vorschau für Sie auf das Brückenfestival 2017, ein bisschen Musik von dem Blechhaufen und eine weitere Vorschau zu einer Ausstellung im Südbahnmuseum. Vorher aber besuchen wir noch Thomas Moik in seinem Geschäft PC Plus Betreuung mit Biss. Thomas Moik ist der Computerfachhändler und EDV-Spezialist im Mürztal. Ob Büro- oder Gaming-PC, Thomas Moik liefert sie fertig installiert und führt, wenn nötig, Reparatur- und Servicearbeiten auch rasch direkt vor Ort durch. Jeder Standcomputer wird individuell zusammengebaut. Datensicherung von defekten Festplatten oder Netzwerktechnik zählen zu den Aufgaben des EDV-Spezialisten. Im stylischen Geschäft von PC Plus finden Sie neben PCs auch eine große Auswahl an Notebooks und Zubehör. Unter pcplus.co.at oder auf facebook.com/pcplusmuig finden Sie laufend neue Angebote. Der zertifizierte Canon-Händler betreut Druck- und Scansysteme auch zu Hause. Neben Technik findet auch der Sport hier seinen Platz. Thomas Moik arbeitet eng mit Österreichs größten Sportnahrungslieferanten zusammen. Ob Snack oder Zusatzernährung, fachmännische Beratung ist garantiert. Das Brückenfestival geht 2017 zum 11. Mal über die Bühne. Das Kunsthaus Mürz bietet interessierten Menschen reizvolle Zugänge zu den Klangwelten der neuen Musik. In unserem ersten Beitrag sehen Sie, was heuer am Programm steht. Zum 11. Mal geht 2017 das Brückenfestival über die Bühne. Anfangs skeptisch beäugt, hat sich das Musikfestival mittlerweile in der Region gut etabliert. Auch heuer wieder unter der programmatischen Gestaltung von Ernst Kovacic. Wir sind wirklich ganz, ganz stolz darauf, dass er das für uns macht, dass er sich dafür interessiert. Wenn ich es ganz salopp sagen würde, und so sage ich es auch sonst immer, den Ernst Kovacic, den könnte man sich für dieses Programm ja gar nicht wünschen. Er ist selbst der renommierte, perfekte Geiger. Er vermittelt diese Musik auf eine ganz wunderbare Weise und er kommt aus der Region, ist wieder in die Region zurückgekehrt. Also das hat sich für uns ganz, ganz wunderbar ergeben. Und er bringt jedes Jahr tolle Ideen mit. Auch heuer wird das Programm zur Qual der Wahl. Ein Highlight jagt das nächste. Eine wichtige Schiene ist heuer sicher Film und Filmmusik. Also es gibt einen Stummfilm, einen russischen, sehr lustigen Western aus der Zeit des Eisenstein. Der Kuleshov war der Regisseur. Ein Amerikaner kommt nach Russland und erlebt dort seine Überraschungen. Also durchaus von einem russischen Regisseur ein sehr selbstkritisches Bild Russlands. Und der zweite Film ist ein Film, der untermalt ist von Zwölftonmusik. Das war Rosenmann, war ein Schüler von Schönberg und hat also Filmmusik in Zwölftontechnik geschrieben. Nicht? Also Film ist ein herrliches Medium, um subkutan neue Musik zu installieren im Bewusstsein der Menschen. Wie bereits in den vergangenen Jahren setzt man auf die gelungene Kooperation mit heimischen Institutionen wie Musikschulen, dem Chor des Hertha-Reich-Gymnasiums und dem Südbahnmuseum. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir mit den Institutionen vor Ort kooperieren und heuer ist neu mit dabei das Brahms-Museum und das freut uns sehr. Zeitgenössische Musik wird auch wieder im Münster von Neuberg erklingen. Ein wunderbares Konzert wird das Personalkonzert für Beat Fuhrer, der wird ja auch anwesend sein. Das ist im Kreuzgang und im Stift Neuberg. Da geht es um Zwiegespräche zwischen wirklich nicht zusammenpassenden Partnern, nämlich Sopran und Bassflöte oder Kontrabass und Sopran und solche Dinge. In der Pillhofer Halle wird der Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe gesetzt.
die Uraufführung eines Oratoriums, das sehr viel Zeitbezug hat. Da geht es darum, dass es gibt ein Buch von Savinkov, Tagebuch eines Terroristen, und er schildert einmal, man lernt einmal die seelische Befindlichkeit eines Terroristen kennen, welche, was Töten für ein Problem ist, aber auf der anderen Seite der Druck, ich muss die Gesellschaft verändern. Ja? Also das ist ein sehr bewegendes Buch und ich bin sehr neugierig, ich kenne die Musik noch nicht, aber ich glaube, der Dieter Kaufmann ist einer, der solche Themata wunderbar umsetzen kann in Musik. Das Festival der Neuen Musik Brücken 17 startet am 7. Juni im Anton-Webern-Saal im Kunsthaus und läuft bis zum 17. Juni 2017. Das gesamte Programm und die Veranstaltungsorte in der Region finden Sie unter www.kunsthausmoerz.at. Mit Unterstützung von Bund, Land und der Europäischen Union. Chameleon. Das Tanzmusical der Danzations wird am 1. Juni um 18.30 Uhr und am 2. Juni um 10.10 Uhr in der Aula des Bundesschulzentrums aufgeführt. Das Benefizkonzert wird in Kooperation mit dem Hertha-Reich-Gymnasium veranstaltet. Anmeldung und Kartenreservierung für das Tanzmusical Chameleon unter office@danzations.at. Am 20. Mai sollte das Frühlingsfest der Vereine stattfinden. Das Wetter machte dem Veranstalter leider einen Strich durch die Rechnung. Lediglich das Konzert der Gruppe Der Blechhaufen konnte stattfinden. Es wurde vom Stadtplatz einfach in den Stadtsaal verlegt. Viele haben zugesagt und umfangreiche Vorbereitungen getroffen, aber das erste Frühlingsfest der Mürzer Vereine am Stadtplatz musste aufgrund der Witterung kurzfristig abgesagt werden. Die Musikgruppe Der Blechhaufen hatte trotzdem ihren Auftritt im Stadtsaal. Das Konzert Blechhaufen, das ist wirklich höchste Qualität, aber in einer sehr humorvollen Art und Weise. Ich kenne diese Formation, es wird sicher ein ganz ein toller Abend. Und insofern ist auch der Tag und der Abend gerettet. Schade ist natürlich, dass das Vereinsfest nicht stattfinden konnte, aber es wird zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Man muss zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung treffen, es durchzuführen oder nicht. Alle verfügbaren Wettervorhersagen und Prognosen haben geraten, das Fest zu verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ich freue mich jetzt schon, dass wir dann, wenn das Wetter eindeutig schön sein wird, mit den Vereinen gemeinsam ein tolles Fest am Platz feiern können. Und viele Fans der Bläsergruppe Der Blechhaufen freuten sich auf die unterhaltsamen Klänge und das ausgefallene Bühnenprogramm mit dem Titel Die Wirtshausrunde. Unsere Art für Musik, das ist, es ist Blasmusik, es ist Volksmusik, es ist Weltmusik, es ist ein Hauch von Jazz dabei, es ist Musik-Kabarett. Hat man schon gewusst, die Barberkuchen mit ihren Rhabarberkuchen, und der schmeckt so gut, sie hat schon Spitznamen gehabt, das war die Rhabarber-Barbara. Gell? Wir versuchen halt irgendwie diese Art, unsere Art von Musik, ein bisschen witzig und mit viel Humor auf der Bühne wiederzugeben. Das macht den Blechhaufen halt aus. Also wir haben jetzt mittlerweile 8 Tonträger aufgenommen. Die Besetzung sind 3 Posaunen, 3 Trompeten, Tuba, wobei der Tubist spielt eigentlich das Helikon. Wir wechseln dann noch ein bisschen auf die Bosstrompeten, das Flügelhorn. Der Blechhaufen spielt seit 20 Jahren und die Bandmitglieder kommen aus mehreren Bundesländern. Mittlerweile sind wir ziemlich über Österreich verstrahlt, also es ist ein
Salzburger, Kärntner, Steirer und Burgenländer sind uns dabei. Was hat es schon über die Auftreten? Was waren so die besonderen Highlights? Naja, es war sicher eins von den Highlights war im KKL in Luzern. Das war im Rahmen von des Brass, vom Brass-Festival. Das war sicher eins von den Highlights, was wir bis jetzt gespielt haben. Die ganzen Woodstock-Konzerte, wo dann 5000 Leute vor dir sind, das ist auch nicht schlecht. Auch in Deutschland, ein paar größere Hallen. Also es hat sich schon ein bisschen was getan in den 20 Jahren. Und mit Zuschlag ist natürlich jetzt das Nonplusultra, was wir jetzt am endlich da, jetzt haben wir es endlich geschafft. Der lange Zeitraum des gemeinsamen Musizierens hat die Gruppe zusammengeschweißt. Ich muss sagen, in letzter Zeit läuft es eigentlich sehr entspannt. Man wird doch älter und ein bisschen ruhiger mit der Zeit. Also früher kann man sich erinnern, dass auf einmal ein bisschen rauer Zugang ist. Aber mittlerweile haben wir sie aneinander gewöhnt. Wer ist für die Lieder verantwortlich? Wer schreibt sie? Ein Teil mache ich, ein Teil macht der Berne, der Posaunist, ein Teil macht auch mein Bruder. Ja, es ist so Teamwork. Du, Mama, wo bist du eigentlich unterwegs? Na, wo er fährt mit den Pensionisten aus Deutsch-Tschanzendorf. Mit Cookie Dettgeschwader sind wir unterwegs. Ein richtiger Kartonagenausflug, lauter alte Schachtel. Wenn du mal grau bist, Mami, hast du es nicht mehr so schwer. Musik, Gesang und Geschichten. Das bunte Programm kommt meist gut bei den Besuchern an. Ein Glas ist natürlich, wenn es den Leuten gefällt, das merkt man aber sofort nach dem ersten Stickel. Also man sieht sofort in die Gesichter der Leute und man weiß ganz genau, aha, das Programm kommt an. Und der Funken springt entweder über oder nicht. Und bis zum Schluss hin sollte es eigentlich nicht dauern. Also die Leute sollten sich eigentlich schon vorher unterhalten. Und wenn die Leute mitklatschen und wenn sie dabei sind, dann ist es für uns Erfolg. Auch wenn das Frühlingsfest der Vereine nicht stattfinden konnte, das Konzert der Gruppe Da Blechhaufen war mehr als eine Entschädigung. Modelleisenbahnen sind nach wie vor ein Hit für Groß und Klein. Darum gibt es auch heuer wieder im Südbahnmuseum eine Ausstellung für Freunde dieser Anlagen. Während in den Kindertagen die Modelleisenbahn für die meisten einfach als Spielzeug gedient hat, ist sie für viele Erwachsene zu einem Hobby geworden. Ein Hobby, hinter dem viel Arbeit steckt. Und davon können sich Freunde der Modellbahnen wieder Anfang Juni in dem perfekten Ambiente des Rundlokschuppens im Mürzzuschlager Südbahnmuseum überzeugen. Ja, 2017 ist es wieder soweit. Modellbauausstellung hier im Südbahnmuseum. Der Termin ist der 3. bis 5. Juni. Das ist genau das Pfingstwochenende von Samstag bis Montag. Und es gibt wirklich nicht nur Modellbahnen, deshalb heißt es auch Modellbau. Es wird eben die klassische Modelleisenbahn zu sehen sein in verschiedenen Spurweiten, aber auch Lego wieder ganz beliebt und das erste Mal 2017 ein Trail für Trucks, für Baufahrzeuge im Freibereich. Ganz eine spannende Geschichte. Um die Welt der Eisenbahn richtig ins Licht zu rücken, bedarf es einer langen Vorbereitung. Einer, der bereits 2015 im Südbahnmuseum die Faszination Eisenbahn den Besucherinnen und Besuchern näher gebracht hat, ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Wir haben natürlich zugesagt, weil das Ambiente da absolut genial ist. Eine Modellbahn inmitten der Originalfahrzeugen, kann man sagen. Salat ist eigentlich grenzgenial. Kann das nicht anders erklären. Es ist einfach schön. Wie fast bei jedem begeisterten Modellbahner hat auch bei ihm alles im kleinen Rahmen begonnen. Am Anfang war, wie üblich, das Sammeln angesagt. Und irgendwann wurde eine kleine Anlage gebaut. Und die wurde halt kontinuierlich vergrößert und erweitert. Und das Endergebnis, wobei die Anlage ja noch nicht lange nicht fertig ist, sieht man jetzt in dem Ausmaß. Wir konnten hier nicht alle Module aufstellen, weil sich das vom Platz her nicht ausgeht. Aber so 95% stehen jetzt einmal von einem Teil der Anlage.
Neben den handelsüblichen Spurweiten bei den Modelleisenbahnen ist in den letzten Jahren auch das Thema Lego vermehrt in den Vordergrund gerückt. Denn wer kennt das nicht? Man bekommt seine ersten Lego-Steine und baut das nach, was einen umgibt und was man täglich sieht. Meist sind das dann Häuser, Autos und natürlich Züge. Die Modellbauausstellung im Südbahnmuseum ist für alle Freunde der Eisenbahn schon zu einem Fixpunkt in ihrem Terminkalender geworden. Und auch die zahlreichen Aussteller kommen immer wieder gerne nach Mürzzuschlag. Von den Vereinen her sind es fünf Vereine, die ihre Modelle zeigen. Also wie gesagt, klassische Modellbahnen H0, N-Spur, auch ganz was Besonderes, vergoldete Modelle. Also da gibt es einen Spezialisten, der mit Blattgold die Eisenbahnmodelle vergoldet. Alles rund um das Thema Modelleisenbahn sowie ein buntes Rahmenprogramm erwartet die Besucher also auch dieses Jahr wieder im Mürzzuschlager Südbahnmuseum vom 3. bis 5. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Ich hoffe doch, dass wieder sehr viele Leute aus der Region und auch aus Niederösterreich und Wien wieder zu uns kommen, hier nach Mürzzuschlag. Wir haben ja auch für die Kinder, gibt es eigene Spielbereiche, wo sie auch Lego bauen können. Und natürlich auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Also es gibt Essensstationen, man kann den ganzen Tag hier beim Supermuseum verbringen. Weitere Informationen über die Veranstaltungen im Südbahnmuseum finden Sie unter www.suedbahnmuseum.at. Ja, da darf man sich ganz bestimmt auf eine tolle Ausstellung freuen. Ich hoffe, Sie freuen sich auch auf die nächste Ausgabe von TV Mürz. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.